Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play World of Warships mit Yashio. Viel Spaß beim Zuschauen. Ich glaube, ich kriege jetzt gleich, wenn wir das Match gewinnen, richtig EP. Okay. Ja, Na dann. dann Start. Auf geht's. Ab geht die Post. Ich sehe mich heute Nacht schon auf einem Bein zappeln. Auf was? Auf einem Bein zappeln? Weil ich dann so nervös bin und so hibbelig, dass ich auf ein, zwei Beinen nicht mehr stehe. Aufgrund deines jetzigen Red Bull-Konsums oder okay. Und dazu habe ich noch eine Kanne Kaffee vorhin aufgesetzt. Ich habe eine schlechte Nachricht. Wir haben als Gegner die Lexington. Acht. Die hat böse. Okay. Ich werde mal ganz kurz gucken, wo die hinfahren. Mal kurz einen Blick auf die Map werfen, wo wer hindreht. Sieht tatsächlich so aus, als würden die meisten nach links abdrehen. Also left-sided. Ne, ich dachte gerade einfach an Lidl, nimmst du vielleicht eine ganze Palette mit. Aber jetzt weiß ich, dass mein Kühlschrank das nicht mehr verkraftet. Ich meine, der war so schon recht voll, aber mit dem ganzen Zeug noch da drin, musst du das Gemüsefach weichen. Schön. Das Gemüsefach. Du meinst diese Schublade da unten? Die ist proppevoll. Das ist keine Gemüseschublade. Das ist eine Guinness-Schublade. Wusstest du das nicht? Ja, doch, geht auch, aber da hätte ich bis zum Edeka gemusst und da hatte ich dann doch durch den Regen keine Lust zu. Naja, ganz offiziell ist das eine Guinness-Schublade. Das schmeckt ja auch so verdammt gut aus den Dosen, ne? Also wegen dieser komischen kleinen, wegen dem Bällchen da drin. Ja, gut. Meinte jetzt zur Zeit tatsächlich eher Flaschen, aber gut. Nee, die Dosen schmecken echt besser. Also das ist echt ein Unterschied wie Tag und Nacht. Da muss ich dir insofern recht geben. Es ist hier schlechter dran zu kommen. Glaube, ich habe da gerade den Zerstörer getroffen. Bin ich festgefahren? Wer Meine gesagt? Sache kaputt. Wer hat den kaputt gemacht? Der andere Zerstörer. Nee, nee, nee. Alles muss er kaputt machen. Kommt Torpedos. Boah. Na dann. Lass mal kommen. So gar nicht. Also, kann das denn sein, dass ich gar nicht treffe? Das geht ja gar nicht. Geht mir gerade aber auch so ein bisschen so. Die Scharnhorst fährt langsamer fahren, ne? So, ich muss abdrehen. Nicht nur aufgrund dessen, weil ich sonst breitseits beschossen werde, sondern da werden gleich mit Sicherheit ein paar Torpedos in meine Richtung unterwegs sein. Deswegen muss ich mal so ein bisschen beidrehen.
So. Schießen das jetzt wie auf die Monarch. Egal. Lass kommen. Ja. Na komm, bitte, 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 triff, 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 triff. Ist auf den Monarch geschossen, oder? Nö, Chapey und versenkt. Okay. Da kommen Torpedos. Mal stark, dass dazwischen den Inseln noch der Zerstörer drin sitzt. Denke ich mal. Wenn die Flugzeuge da jetzt lang fliegen, könnte man den vielleicht aufdecken. Mal schauen. Er muss ja zwischen den Inseln sitzen, anders geht's ja nicht. Jedet nicht. Der muss da irgendwo drin sein. Deswegen drehe ich jetzt mal in die Richtung. Fahr mal genau drauf zu. Kennt ja die Taktik. Du kannst wenig Profil zeigen und drauf. Eine Hut. Oh, eine Hut. Diese Hut steht traumhaft. Warum? Zeigt Vollbreitseite. Oh, das ist nett. Nett von der Hut. Nett für dich. So. Ich finde aber auch die Tierpets, die macht das aber auch ganz gut. Wenn sie weit weg ist, kommt man recht gut dran. Ein Turmgemops. Jetzt im Lager. Ein Berg zwischen. Oh. Und es dreht wieder nach links. Der Zerstörer ist hier. Wo ist er? Bei mir. Den nicht. Ja, der ist doch gerade wieder unsichtbar. Welche Richtung? Ah, ich sehe schon. Oh. Ein hat er die gemobst, wa? Gucken, was wir hier noch reißen können. So, mal gucken. Die Hut hier auf doch. Oh! Komm ich nicht dran? Okay. Also abdrehen. Wegen dem Zerstörer. Und auf dem Weg gleich noch eben die Hut versenken. Ja, war nicht ganz meine. Wie sagt man? Nicht ganz mein alleiniges Werk, aber ansonsten geht's eigentlich.
Was Gemeines. Kannst du noch irgendwas machen? Nö, dagegen? Matsch. Hm? Ich bin Matsch. Deine Chance, Mann. Voll lau, ich renne und laufe voll, also. Schießen da auf dich. Was war das? Der Zerstörer hinter dieser kleinen Klippe hier, also da, wo er gerade wieder ist. Ja. Und weiter irgendwo im Kartenbereich, ha, schlag mich tot. Da war gerade noch ein Schlachtschiff, was auf mich geschossen hat. Relativ weit rechts. Nee, relativ weit rechts unten. Ein Kreuzer. Nein, das Schlachtschiff, was da gerade wieder auftaucht. Armbrust. Jupp. Ich gerade, ja. Aber siehst du, das ist die Bismarck. Irgendwie sowas war es noch. Okay. Halt mal. Mal kurz gucken, ob ich vielleicht den hier versenken kann. Was passiert? Zwei Treffer konnte ich hinzufügen. Na gut, das macht ein anderes Schiff. Würde ich mich jetzt mal auf die Bismarck konzentrieren, ne? Drehen und ich zu den sicher bekommen. Oh Freund, und uhu, okay. Eine Topsuit oder die? Nein, noch nicht. Dauert noch. Klickst. Eine Sekundären tun schon ein bisschen was. Scheint stabiler zu sein als das Teil. Dreh jetzt stark nach links, dass du spitz auf die Scharen aus dem Anschluss. So. Ja. Jetzt versuchen wir Folgendes. Versuche ich beizudrehen und dieses andere Teil da zu versenken, indem ich da Torpedos hinschicke. Jo. Hab sie zwar noch getroffen, aber sie mich auch. Könnte noch funktionieren, aber ich glaube, die dreht zu weit weg. Das ist durchaus möglich. Die dürften vorher verschwinden und treffen sowieso nicht. Ne, ich glaube, die Richtung passt nicht. Ja. Aber gut, sei so.
Auf jeden Fall ist die jetzt gleich auch weg vom Fenster. Ja, unser Zerstörer aber auch. Nüü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 ü